Take 6000 irgendwie gefühlt. Moin Leute, willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth. Ist inzwischen der, was weiß ich wie vielste Run. Ach nee, die Wahl ist doch jetzt scheiße. Ich weiß auch nicht, was heute mit mir los ist. Vorhin die Runs, der Isaac Run, der war super und jetzt irgendwie, ich weiß auch nicht, die Kane Runs, die wollen gerade nicht so, wie ich das gerne möchte. Liegt auch größtenteils echt daran, dass ich entweder ganz, ganz beschissenes Gameplay an den Tag lege, dass solche Räume kommen. Oder, dass ich ganz, ganz beschissenes Item-Unluck habe. Also so wirklich starke Items habe ich bis jetzt nicht gefunden mit Kane. Ha, hat funktioniert. Okay, das ist der Error-Raum. Also der Secret Room, aber im Error Room Layout. Und ja, wir machen die Dinger auf. Ja, gut, plus minus null eigentlich gemacht. Joker, ja, Joker. Ist er wirklich sogar. Wir sind im Basement 1 noch. Wir porten, ja. Achso, ich habe in einem der Runs Krampus freigeschaltet. Und trotzdem verkackt. Das lag aber daran, dass ich wahrscheinlich. Krampus, nicht. Böser Krampus. Ist das Blut? Hat keine Hitbox. Das tut doch weh, ey. Ich weiß auch nicht, im Moment. Keine Ahnung. Ich bin ein bisschen müde. Ich habe wenig geschlafen diese Nacht. Lag aber ausnahmsweise mal nicht an meinen nervigen Nachbarn. Sondern es lag einfach daran, ich bin, glaube ich, einfach zu früh ins Bett gegangen. So, ja, keine Ahnung. Ich hoffe einfach, dass das jetzt ein Run wird, den ich hochladen kann. Wenn nicht, ich habe schon überlegt, jo, hat sich zumindest für einen Schlüssel gelohnt, habe ich schon überlegt, ob ich die Leiden des Kanes zusammenschneide und einfach sage, hier habt ihr alle 30 Tode, die ich erlebt habe, um eine Aufnahme zu... Okay. 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 Der Magic Mushroom ist, glaube ich, gerade ein Segensbringer. Das ist das beste Item, wenn es darum geht, die Stats zu erhöhen. Das allerbeste, weil es ein Multiplikator auf alles ist. Und das Einzige, was halt negativ ist, wenn man das überhaupt so nennen kann, ist, dass er größer wird. Also ihr seht, Isaac ist jetzt ein bisschen größer als vorher. Aber das ist mir in der Hinsicht vollkommen egal. Weil... ja. Wurscht. Ich hab einfach mal... bin ja nicht mit. Den kann ich wahrscheinlich sowieso nicht rerollen. Ja, das ist aber eins der mega genialsten Items überhaupt. Also Magic Mushroom ist wirklich einfach eine Bombe. Also da gibt es gar nicht viel zu sagen. Es ist ein Multiplikator auf alles. Also ein HP-Up ist es, ein Damage-Up ist es, es ist ein Speed-Up, es ist ein Range-Up. Wobei ich glaube, das ist hier sogar egal. Ich wüsste nicht, ob...
Das Teil, ja, hat eine Range. Also ist ein Range-Up auch hierfür. Power Pill. Es ist ein. Schatz-Speed-Up, ein Tiers-Up, aber es ist in allem ein Up. Und soweit ich weiß, ist es in allem auch ein Multiplikator. Es ist auf jeden Fall ein Damage-Multiplikator. Das heißt, jeden Status-Up, den ich jetzt bekomme, der wird nochmal durch den Magic Mushroom etwas stärker, als er eh schon ist. Und das macht ihn einfach für mich zum besten Status-Item überhaupt. Und das ist, damit dürfte ich jetzt eigentlich schon fast Max Range haben, ne? Jo, das müsste die Range da sein. Für Gimp lohnt sich das. Hier liegt auf jeden Fall ein Stein. Ist es ein Tinted Rock? Nein. Ist es nicht. Gut, aber ich würde sagen, die Ebene davor war zwar stärker, aber das war jetzt auch nicht schlecht. Ich hasse diese Räume, wo einfach der einfach vollgeklatscht ist mit explosiven Fässern. Und die Viecher sind noch schlimmer. So. Ernsthaft? Nein. Nein, definitiv nicht wert, da jetzt irgendwo großartig zu kämpfen. So, ich weiß auch schon wieder nicht mehr, was Emergency Contact macht, also die Tarotkarte, die ich habe. Emergency Contact. Das weiß ich, was das macht. Das ist Retrovision und Droid ist Speed and Range Up. Also ihr seht, wie irre schnell ich jetzt einfach dadurch bin. Das ist auf jeden Fall ein Multiplikator auf alles. Wenn ich fliegen kann, dann kann ich mir die Münzen holen. Wenn nicht, dann halt nicht. Das ist auch so ein Raum, der total wasted ist. Also dieser Pupi-Raum. Man kriegt den halt nur, wenn man fliegen kann. Megamaw. Ewig nicht gesehen als Boss. Schade, dachte, du kriegst mich hier nicht. Gimpy, danke. Und danke nochmal, Gimpy. Und Squeezy. Ach, das ist ja schön. Bei 4 Schlüsseln. Also den nehmen wir auf jeden Fall mit. Bei 4 Schlüsseln. Guppy's Tail. Wir nehmen ihn mit. Wir nehmen ihn mit. Und hoffen einfach auf das Beste. Das Problem nämlich mit Guppy's Tail ist, dass man wesentlich viel mehr Kisten findet. Ich glaube, soweit ich weiß, erhöht sich nur die Chance auf Goldkisten. Und zwar so weit, dass man fast keine Drops mehr so findet. Das heißt, Schlüssel, Bomben, Münzen etc. pp. Ihr seht's. Findet man eigentlich fast nichts mehr. Dafür halt mehr Kisten. Und man hat halt das Problem, dass die Goldkisten allen Schlüssel verbrauchen. Man sieht, glaube ich, das Problem dahinter relativ zügig ein. Ich meine, eine Ebene mit einem Goldschlüssel, da ist das, da ist Guppy's Tail dann einfach nur Gold wert, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber
Ansonsten ist das halt eine Schlüsselverschwendung ohne Gleichen. So. Okay. Ein Double Key Room möchte ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht riskieren. Danke, Gimpy. Also Gimpy hat ja den Effekt, wenn ich getroffen werde, gibt er mir ab und an mal ein Soul Heart. Und dadurch, dass ich Kane bin, habe ich ein irres Glück. Und welche Fliege warst du nochmal? Du warst auch eine von denen, die hinterher geflogen kommen. Also davon gibt es mehrere, die einem dann einfach genau dem Weg hinterher geflogen kommen, den man selbst gelaufen ist. Ja, du gehst mal auf meinen Freund und... So. Paralysis. Gut, dass ich Pillen nie im Kampf benutze, die ich nicht kenne. Weil Paralysis ist eine Pille, die dann echt nervig ist. Man kann sie einfach nicht bewegen und ihr könnt euch vorstellen, im Kampf ist das nicht ganz so optimal. So. Was würde ich jetzt dafür geben, dass ich... ...dass ich Hoff Babylon hätte? Also das wäre jetzt echt schick. Ja, rentiert sich. Pyro! Pyro gibt einem einfach nur Maximum Bomben. Das heißt 99 Bomben. Und eigentlich perfekt mit Pyromaniac. Da habt ihr genug Bomben, um euch immer wieder voll zu heilen. So, und jetzt muss ich echt kurz dodgen. Das ist echt ein nerviger Gegner. Gerade auf den frühen Ebenen ist der richtig, richtig stark. Vor allem ist der Raum auch gerade nicht so unbedingt schön gemacht. So. Das einzige HP-Up, das nochmal ein Damage-Up dazu hat. Weil ich hasse diese Pupis. So, gehen wir noch in den Shop? Wir könnten gratis rein. Ja, wir gehen gratis in den Shop. Also, für uns fast gratis. Weil mit 99 Bomben, ganz ehrlich. Drauf geschissen. Schlüssel nehmen wir auf jeden Fall mit. Du warst, Double Charge... Wenn wir nachher hoffentlich ein gutes Spacebar-Item finden, dann würde sich das auf jeden Fall lohnen. Im Secret Room kann man auch nochmal das gleiche, also Pyro, gibt es auch nochmal so ein Schlüsselloch, das dann 99 Schlüssel gibt. Das hätte ich gern. Oh, ja. Das ist praktisch. Und ich habe jetzt gerade gar nicht mitbekommen, dass das hier der Cursed Room ist. Aber ich bin froh, dass ich reingegangen bin. Was war das jetzt? Wie auch immer. Ich glaube, Gimpy hat mir gerade einen Soul Heart gegeben. Und guckt euch mal an, wie groß die Tiers werden. Also die Tiers, die werden ja immer stärker, je weiter sie fliegen. Das ist ja der Effekt von Lump of Coal. Und du warst in Brimstone. Ich hab's zu spät gesehen. Scheiße. In dem Augenblick, wo er gespuckt hat, da wollte ich sagen, scheiße, das ist ein Brimstone. Ja, klar, können wir machen. Ist kein Problem. Wie gesagt, also Bomben können wir jetzt fast verschwenden, wie wir Bock haben. Weil 99 Bomben aufzubrauchen ist irre schwierig. Also bei den passenden Gegnern werde ich die auch als Angriff einsetzen. Wobei das lohnt sich eigentlich schon nicht, weil wir sind wahrscheinlich stärker als unsere Bomben.
Außer wir finden noch ein Bomben-Upgrade, dann wäre das echt praktisch. Du bist ein Brimmy. Eine Brimstone-Spider. Und du wirst ein scheiß Feuer. Deswegen machen wir dich aus. So. Gehen wir erst den Goldraum suchen? Ach nee, wenn wir gerade schon beim Boss sind, können wir ihn auch eben machen. Das ist ein ganz blöder Boss. Ich mag den echt nicht. Aber schön, dass da oben Goldpuppi liegt. Also den habe ich schon gesehen. So. Du was? Ah, Luck Up noch dazu. Ich wusste, dass er noch was dazu hat, aber ich wusste jetzt nicht, was er noch dazu hat. Ach nein. Ja, solche Räume, die sind halt. Die sind halt in Afterburst dazugekommen und die sind echt nervig. Vor allem, wenn man jetzt hier reinrennt wieder. Passt auf. Und dann einfach durchrennt. Ihr seht, die stehen für einen kurzen Augenblick. Die Teile. Und ich würde sagen, das lohnt sich nicht. Außer hier ist der Secret Room. Nein, ist er nicht. Okay, dann gehen wir einmal. Ach nee, Envy. Vor allem weiß ich nicht, wie Magicken jetzt mit dem Directed Tears sich verhält. Weil Magicken ist eigentlich Homing Tears und die Directed Tears, also das Item, was ich direkt als erstes. Ups, falschen Tastendruck. Ah, ärgerlich. Bekommen habe, lenkt die halt in eine Richtung. Die Tiers. Also ich weiß nicht, wie sich das jetzt verhält. Und wo ist dieser verkackte Goldraum? Ich hab den doch noch nicht, oder? Nee. Paralysis. Ist egal. Magicken. Nehmen wir mit. Ups, zu weit reingegangen. Welche Fliege bist du jetzt schon wieder? Best Bud, okay. Bist du die Angriffsfliege? Ich weiß es schon wieder. Wie gesagt, ich weiß es halt echt nicht. Ja, das ist das Ding, was ich gerne mitnehmen möchte. Gerade mit meinem gelenkten Strahl. Ihr seht einfach warum. Also der Shotspeed ist jetzt einfach irre schnell. Ich glaube aber, ist kein Tears Up. Soweit ich das weiß. Ach, wie süß! Da war gerade so ein Mini-Maskenviech. Es gibt jetzt auch Mini-Varianten und große Varianten von den Gegnern und ja, das sind einfach nur dicke Tränen. Die sind doof. So, meine Fliege macht auch gute Arbeit, wie ich das sehe. So, und jetzt komm einfach mal hier hin. Ha, erwischt. Und komm. Und weg. Jetzt weiß ich auch nicht, ob ich jetzt in dem Part oder in einem der zig anderen Parts davor erzählt habe, warum ich Kane gut finde. Ich werde es mir jetzt einfach sparen. Aber die Frage an euch nochmal, wer euer Lieblingschar ist, die würde ich trotzdem gerne nochmal stellen. Also. Nein, ich bin nicht infested. Also wer euer Lieblings-Char ist, das wüsste ich gerne. Und auch warum. So.
Das ist. Schon wieder, Schwuppdawupp. Im letzten Run hast du mich enttäuscht. Oder vorletzten Run. Das letzte Mal, dass ich dich mitgenommen habe. Guppy's Head. Wenn ich ihn benutze, ist er eigentlich besser als Schwuppdawupp. Strange, ja. Nehmen wir den mit. Und dann würde ich sogar sagen. Wo ist. Nee, der ist wieder irgendwo random. Der ist wieder nicht in der Nähe des Bossraums. So. Achso, das Auge ist hinter mir gespawnt. Ich wollte gerade sagen, warum habe ich denn jetzt. Aber jetzt seht ihr auch mein Best Buddy, also die weiße Fliege, die einmal um mich herum kreist. Der ist ein sehr, sehr starker Angreifer. Müssten wir uns jetzt beeilen? Was ist hier drin? Moment, ist Strange nicht? Ja, ist es. I can see forever. Retrovision. Ich nehme die I can see forever Pille mit. Was ich da jetzt gerade gemacht. Moment, erstmal alles in die Luft jagen. Ich habe die Strange-Karte benutzt. Ich glaube, das ist ein Plus auf alles. Auf jeden Fall war ich mit zu, ich sag mal, 90% sicher, dass es ein Plus auf Hells gibt. Ich möchte davon gar nichts. Also keine der beiden ist es wirklich wert, den Boss Rush zu machen. Aber ich muss den Boss Rush sowieso irgendwann machen und im Moment bin ich so stark, dass ich den schaffen könnte. Also machen wir. Wir versuchen ihn zumindest. Damit ihr auch mal den Boss Rush seht. Bei mir zumindest. Das kann nicht Piep sein. Es muss der andere sein. Ja, leider. Das wirkt aber halt alles nur für einen Raum. Also das HP wirkt halt auch nur für einen Raum. Aber das hat mir halt gereicht, um den Devil Deal zu bezahlen. Und dann würde mir halt ein Container der roten Herzen wieder abgenommen werden. Aber da das gerade sowieso nicht möglich war. Tja. Habe ich jetzt beide Items so bekommen. Dark Bum ist im Übrigen einer der Begleiter, die ich gerne öfter hätte. Habe ich eigentlich Gimpy in diesem Run gezogen? Ich bin mir nicht sicher. Einen Augenblick, muss ich gucken. Ja, ich habe Gimpy dabei. Also wenn wir das jetzt schaffen, dann könnt ihr euch sicher sein, gibt es wenig Sachen, wo ich sage, da fail ich noch. Weil Gimpy gibt mir eventuell, ja komm, zahl aus, ja, und du zahlst eine Spinne aus. Gibt mir eventuell, wenn ich getroffen werde, ein Soul Heart und Dark Bum kann rote Herzen in Soul Hearts verwandeln. Wenn er mal nett ist. Cage und Little Horn sind echt zwei Gegner, die nicht zusammen nett sind. So, Little Horn, du bist weg. Jetzt habe ich Cage nicht kommen sehen. Aber wie gesagt, wenn wir den Boss Rush schaffen, man muss ihn machen, damit man ein Item freischaltet. Komm, dankbar. Zahl aus, zahl aus, zahl aus. Danke. Gertie. Gertie Junior. Und was war das denn? Achso, stimmt. Ich habe die Magnetic Tears. Deswegen hängen die Viecher auch die ganze Zeit bei mir. Weil ich die anziehe. So. Erstmal die Maske ausschalten. Weil... danke, Gimpy. Weil Gertie dann relativ zügig down geht. Man steht einfach außerhalb der Range von Gertie und kann dann
Ach, Kacke. Das ist der mit den Engeln sogar. So ein Scheiß. Ja, es gibt meiner Meinung nach auch unterschiedliche Boss-Rusher. Also muss es geben, weil man kämpft nicht gegen alle Bosse. Ihr kennt ja schon den Monstro, der wäre eigentlich schon längst da gewesen. Pin habe ich jetzt, glaube ich, den normalen gehabt. Ich weiß gar nicht, ob Megamore in dem Standard drin war. Da bin ich mir nicht sicher. Widow, stimmt. Der ist auch normalerweise in den... im Standard-Run drin. Im Standard-Boss-Rush drin. Die Görklinge, beziehungsweise da... die Dinklinge, was weiß ich, wie die heißen. Sind nicht drin. Oh, da ist Widow. Und, ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall halt nachgepatcht, dass es unterschiedliche gibt. Und den muss man so schnell es geht halt ausschalten. Weil sonst einen setzte mir sowieso hier irgendwo hin, das weiß ich jetzt schon. Es ist auch einer der Bosse, die ich absolut hasse. Der spawnt nämlich permanent rote Pupis. Und wenn man den nicht schnell genug macht, der ist nicht unbedingt einer der letzten Gegner hier im Boss Rush. Dann hat man nämlich ein irres Problem, weil man dann nämlich auch noch auf die Pupis achten muss, während man rumläuft. Und die Pupis respawnen halt permanent. Also ihr seht, man muss da schon einiges an Items haben, damit man den Boss Rush hier hinbekommt. Dafür schaltet man aber auch sehr, sehr starke Items dann frei. Ich weiß nicht was, aber ja, kommen die Larrys, das ist ja wohl kein Problem. Und Dengel. So, 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 so. Ich weiß gar nicht, ob das hier nicht sogar der letzte war. Der dunkle eine 2. Das sind alles noch Bosse, die später mal interessant werden. Ich weiß gar nicht, ob die Bosse im Boss Rush als Endgegner gelten oder als normale Gegner. Weil wenn sie als normale Gegner gelten, dann sind sie ein bisschen schwächer als die Boss-Variante. So. War ist eigentlich der beste Freund vom Spieler hier, weil der Pest halt ausschaltet. So, War, jetzt kommen wir angeritten. Und jetzt kommen her. Also es sind halt die vier apokalyptischen Reiter, gibt halt auch noch den Tod. Das ist im Übrigen der dunkle eine 1. Und ihr seht, was ich meine mit... oh, da ist Piep. Hallo, Piep. Ihr seht, was ich meine mit, dass ich einfach ewig viele Soul-Arts jetzt habe. Deswegen, ich liebe die Kombi aus Dark Bum und Gimp. Ja, geschafft. So, und man kriegt halt nochmal einen Item. Das hier ist Best Friend. Eine Bombe. Total der Schwachsinn, also man kann ihn mitnehmen, aber ja, komm her. Da und da. Aber ich sag mal, da ist Guppy's Head definitiv das bessere Item. So. Den Boss Rush habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Glaube ich, direkt im ersten Part, wo ich es geschafft habe. Ja, gut. Tour of Clubs. Ja, super. Ich brauche bestimmt nochmal irgendwie 99 Bomben. Nee, das ist halt.
ziemlich einfach eigentlich. Wenn ihr es schafft, bis zum Boss Rush zu kommen, dann ist im Normalfall auch die Sache gegeben, dass ihr ihn schafft. Bei 20 Minuten, in 20 Minuten bis zu Mom zu kommen und sie zu besiegen, macht man normalerweise nur dann, wenn man auch wirklich stark ist. Andernfalls, es ist mir auch schon vorgekommen, dass ich in den Boss Rush hätte gehen können, aber nicht stark genug gewesen wäre. Das merkt man dann aber selber. Stimmt, ich kann I Can See Forever mal benutzen. Greed! Cool, du kannst nicht im Shop sein. Ha ha ha. Weil es auch noch so viele Shops jetzt geben wird. Greed ist der Shopkeeper, der halt euch mal in den Arsch treten möchte. Weil ihr ihn ständig in die Luft jagt, beziehungsweise ich. Ups. Und ja, ist jetzt gut. Dadurch verliert ihr halt den Shop. Also, wenn der im Shop auftaucht, könnt ihr da keine Items kaufen. In dem gleichen Shop. Und deswegen halt gerade die Aussage, jetzt kann er wenigstens nicht im Shop sein. Und zusätzlich ist halt so, dass jetzt sowieso kein Shop mehr kommt. Also in diesem Run werden wir keinen Shop mehr finden. So. Und? Ach komm, zahl doch mal aus. Aber der kann halt auch im Secret Room sein. Dankeschön. Ich sag ja, an Stuff habe ich mehr als genug. Treubombe. Ja, eigentlich kann ich gucken. Da kann Dry Baby drin sein und da können Blackhearts drin sein. Oder da können einfach mal drei Gegner auf einmal spawnen. Finde ich auch mal asozial. So. Schade. Hätte sein können. Balls of Steel. Ist definitiv das bessere Item. Balls of Steel ist eine Pille, die ich früher überhaupt nicht gesehen habe, was die macht. Die gibt euch zwei Soul Hearts. Also es, ich habe vorhin einen Run gehabt, wo ich gesagt habe, achso, das ist glaube ich sogar der Isaac Run, der hochgeladen wird. Wo ich gesagt habe, dass ich so gut wie nie gegen das Viech kämpfe. Jetzt ist die Frage, nehme ich ihn mit oder nehme ich ihn nicht mit? Der Run ist sowieso schon gewonnen. Aber ich glaube, ich habe Brimstone noch nie mitgenommen. Also normalerweise würde ich jetzt sagen, ist mir egal. Also Brimstone brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Aber ich nehme ihn jetzt einfach mal mit. Rock! So, das ist gewonnen. Also das ist jetzt Damage, den könnt ihr euch nicht vorstellen. Ach so, ab The Warmth gibt es halt keine Goldräume mehr, falls ich das mal nicht erwähnt haben sollte. Also wenn ich einmal draufhalte, dann dürfte so gut wie alles weg sein, was kein Endgegner ist. Nee. Nee, eigentlich eher nicht so. Und gib ihm. Und gib ihm. Mach mal auf. Weg. Blöde Trollbombe. The Moon. Okay. Ach so. Ja. Nein. Ich hätte eher erstmal gucken sollen, wo ich bin, aber ihr seht einfach,
Boss-Challenge-Raum, keine Sorge. Easy. So, das und das. Und das. Wenn ich jetzt noch Guppy werden würde, dann hätte ich, glaube ich, so die stärkste Combo, die ich auf jeden Fall auf dem Spielstand hier habe ich jetzt schon eigentlich. Also ich glaube, damit würde ich sogar zu Sahash gehen. Das ist nämlich das, was man in einer halben Stunde machen muss. Muss man Mom's Heart besiegt haben, Telepille. Dann kommt man zu Sahash. So. Das Einzige, was mir jetzt noch passieren kann, dass ich einfach zu sorglos damit umgehe. Supermagnet, it pulls. Nein. Balls of Steel. So. Aber im Normalfall ist mir der Run jetzt eigentlich nicht mehr zu nehmen. Pupi, weg. Weg. Also ihr seht, warum ich halt echt der Meinung bin, das ist jetzt easy. So, damit schalten wir auf jeden Fall wieder was frei, weil Mom's Heart besiegen mit Kane bringt uns irgendwas. Was, weiß ich gerade nicht, aber irgendwas wird schon sein. Ob das jetzt stark ist, ob man das jetzt braucht, keine Ahnung. Aber es hilft auf jeden Fall ungemein, mal so ein paar mehr Items freizuschalten. So. Weg. Weg. Und einmal noch Balls of Steel. Leute, wir machen den Scheiß. Der Run ist noch nicht vorbei. Wir gehen noch weiter. Normalerweise wäre der Run jetzt hier vorbei gewesen, aber wir haben Goathead und haben den Devil Deer bekommen. Das heißt, wir können noch mal ins Sheol. Sheol. Es gibt zwei Varianten, also einmal Sheol und einmal Cathedral. Also symbolisieren halt Himmel und Hölle. Und hier kämpfen wir jetzt auch nochmal gegen einen Gegner. Ist mir jetzt egal. Vielleicht finden wir noch was Lustiges. Hier ist es auch nicht mehr möglich, auf normalem Wege einen Devil Deer zu bekommen. Also hier ist jetzt wirklich Sense gleich. Es gibt noch eine Ebene danach eigentlich. Aber da kommen wir nicht rein. Außer wir gehen in den Sacrifice Room. Damit könnten wir das noch hinkriegen. Zahlst du aus? Zahlst du aus? Nein, du zahlst nicht aus. Doofkopf. Ich weiß auch gar nicht, ob der Sacrifice Room hier überhaupt noch spawnen kann. Weil wenn ja, wäre das cool. Dann würde ich da reingehen, sobald wir den Run beendet haben. Komm, nimm mit. Schade. Denn im Sacrifice Room kann man sich selbst so lange opfern, bis man in die letzte Ebene von nach dem Sheol kommt, also dem Dark Room. So. Brauche ich nicht. Oh, das sind Brimstone-Augen. Ich habe auch einen Brimstone. So, das war doch eins am Movement. Wir versuchen das.
Wir versuchen das gleich. Wenn ich das hinkriege, dann lache ich aber. Fistula, geh endlich weg. Wie oft habe ich jetzt gegen Fistula gekämpft? Dreimal? Ich fände das cool, wenn ich echt noch in den Darkroom kommen würde. Also so viele Herzen wie möglich saven. Und man kämpft gegen Satan. Überraschung. Und gib ihm. So, Satan ist schon mal wieder ein bisschen schwieriger. Ewig schon wieder nicht mehr gegen gespielt. Jetzt kommen die Ziegenbeine. Was mich jetzt erwischt hat, habe ich keine Ahnung. Ist aber auch egal. Denn wir haben es geschafft. Dark Bum, sammel ein. Und wir gehen weiter. Wir versuchen den Scheiß. So. Denn der Sacrificed Room. Eins. Ich weiß gar nicht, ob Gimpy darauf ansprechen kann. Trollbombe. Also sobald ich drei Herzen habe, you feel blessed. Okay. It's a mystery. Das dürfte der Scherenneffekt sein. Machen wir es oder machen wir es nicht? Fuck off. Hallo? Okay, normalerweise kann man den Engel in die Luft jagen und dann passiert auch was. Aber hier passiert gerade gar nichts. Ich weiß nicht wieso. Seraphim? Ja, Seraphim. Trollbomben. Glück gehabt. Normalerweise kommt jetzt auch epische Kampfmusik. Keypiece 1. Tour of Clubs. Könnte das bitte der Hierophant sein? The Chariot. Ich glaube, das dürfte die letzte Stufe gewesen sein. Also wenn wir uns jetzt nochmal sacrificen, dann müsste das passieren, was ich denke, was das passiert. Das heißt, wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal schauen, dass wir ein bisschen was an Herzen zusammenkriegen. Wir können auch noch den Secret Room suchen. Sorry, das wird jetzt wieder ein längerer Part. Aber ich möchte jetzt einfach so weit es geht kommen in dem Run. Das hat mich nämlich jetzt die ganze Zeit so gefrustet. Wo ist denn der Secret Room? Also der Super Secret Room, ich weiß gar nicht, existiert der hier überhaupt noch auf der Ebene? Weil es wirkt gerade nicht da, also, als ob er noch hier existiert. Doch, existiert noch. Es ist wieder der gleiche wie vorhin. So, achso. Die Feuer kann man nur mit Explosionen löschen. Das ist der dunkle eine. Behalte das bitte im Hinterkopf, wie schnell der jetzt gerade down gegangen ist. Ich werde euch daran erinnern, an genau diese Szene, wo zwei so schnell down gegangen sind. Ich werde einen nicht so schnell kaputt kriegen. In dem nächsten Run, wo ich den treffen werde.
So, wir können eigentlich da reinrennen und gut ist. So. Nee, Tower möchte ich nicht. Und damit haben wir auch, glaube ich, so gut es geht, alle Möglichkeiten ausgeschöpft, jetzt irgendwo Herzen herzubekommen. Außer halt die ganzen Schädel jetzt noch sprengen. The Sun. Ja, wir können jetzt nochmal kurz gucken, ob wir die Schädel, ob wir irgendwo noch Schädel haben. Die können wir dann eben sprengen. So, Secret Room. Wo bist du? Bist du... Ah ne, kannst du nicht sein. Hier. Ah ne, ich hab... Ach so, ich habe ja sowieso schon beide. Und... Aber was würde ich mich auslachen, wenn ich jetzt verlieren würde gegen das Viech. Komm schon. Yes, genau das hab, auf das habe ich gewartet. Wir haben noch ein Herz, Leute. Und ich habe keine Ahnung, ob wir das schaffen. Aber wir versuchen es. Denn wir sind im Darkroom. Wir sind im Darkroom. Trollbomben, zwei Stück. Nochmal zwei. Und nochmal eine. Also das ist jetzt das letzte Level, was man erreichen kann. Und es gibt hier keine normalen Gegner mehr. In dem ganzen Teil gibt es keine normalen Gegner mehr. Den werde ich öfter benutzen, denke ich. Es gibt nur noch Endgegner, die zwar als normale Am Moment. Okay, es scheint doch noch welche zu geben. Echt? Ich dachte, das geht nicht mehr. Oh, Speeddown ist nicht unbedingt so schick gewesen jetzt. Das ist im Übrigen der Tod, der mich langsamer macht. Was ziemlich ärgerlich ist. Danke, Gimpy. Und, aber größtenteils sind es halt Endgegner. Ich würde gern wissen, was... Also, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Fun Guy! Nee. Ich würde gern wissen, was das mit Mark macht. Gar nichts. Aber, ihr seht... Großteils ist es halt wirklich nur noch Bossgegner. Und es gibt hier halt standardmäßig Items. Also jeden zweiten, dritten Raum gibt es ein Item. Vielleicht auch mal zwei. Das ist das gleiche wie in dem, wo man im Himmel rauskommt. Das ist nämlich die Chest. Und in beiden kriegt man halt nahezu... alle Items, also man da gibt es auch ganz, ganz brokene Runs, die nur darauf spielen, im letzten Gebiet dann alles, alle Items zu holen. Da kann man sich auch den Platin-Gott ziemlich einfach voll farmen. Komm, zahl aus, zahl vernünftig aus, bitte. So, also ihr seht's. Oh, Lord of the Flies, bin ich auch noch. Ich kann jetzt fliegen. Bin ein bisschen schneller und... Achso, die Charming Tears habe ich gerade eingesammelt. Tatsächlich. Ich war immer der festen Überzeugung, es ist gar nicht mehr möglich, dass hier normale Gegner spawnen. Hm. Wieder was gelernt. Hermatemesis. Poop! Macht genau das, was ihr jetzt gerade gesehen habt. Ist also ein Scheiß-Item.
Tour of Clubs ist auch Schwachsinn, ey. Können die auch liegen lassen. Megamor ist eigentlich einer der Tanky-Bosse. Schade, ich dachte, das reicht genau aus, um ihn jetzt zu killen. Komm. Zahl aus. Da zahlst du sowieso aus. Bitte nicht mit Spinnen auszahlen. Also Dark Bum kann auch mal mit Spinnen auszahlen. Da muss man so ein bisschen Abstand dann halten. Aber er kommt halt erst ran und dann zahlt er aus. Also er zahlt direkt neben euch aus. Das ist echt ärgerlich, wenn er dann nur Spinnen auszahlt. So, was kriegen wir? Moment, du warst Number 2. Ja, Telepathie für Dummies. Nehmen wir einmal aus dem Pool raus. Das Problem mit meiner Verwandlung gerade ist, ich sehe nicht, wann er fertig geladen hat. Stimmt, eigentlich müssten wir... Warum können wir eigentlich den Schlüssel nicht benutzen? Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Warum kann ich den Schlüssel nicht benutzen? Normalerweise auf der letzten Ebene kann man den Schlüssel, der hinter mir als Begleiter hinterherläuft, kann man den benutzen, um den wirklich finalen Endgegner zu besiegen. Oder überhaupt da erstmal hinzukommen. Ich weiß nicht, warum das nicht geht. Weil das ist eigentlich normal im ersten Raum direkt. Ist die Tür zum letzten Gegner. So. Und... You unlocked a necropolis. So. Das war ein sehr erfolgreicher Run. Egal, was jetzt noch passiert. Der Run war auf jeden Fall ziemlich erfolgreich. Gehe ich mit nur einem Herz rein. Geh mal bitte und hol mal da das rote Herz. Gehe ich mit nur einem Herz rein. Ja, komm, wir gehen noch mal kurz gucken, was da hinten ist. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt sowieso in dem Raum. Oder ich mache daraus jetzt noch zwei Soul Hearts. Komm, noch ein. Du geizt heute echt, Dark Bum. Okay, da habt ihr einmal den kompletten Dark Room gesehen. Moment, irgendwie muss doch hier noch der Super Secret Room sein. Den möchte ich jetzt aber auch noch gerne haben dann. Ist der hier? Keine Ahnung, wo er ist. Gut, macht euch bereit für den letzten Kampf in diesem Run. Ach, ich lege ständig Poop-Bomben. Ärgerlich. Und da habt ihr es gesehen. Ich habe ihn aber noch besiegt. Ich nehme das als einen Sieg für mich hin. Das möchte ich bitte, dass das einmal festgehalten wird. So, Leute. Es hat einen riesen Spaß gemacht, irre viel freigeschaltet und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei The Binding of Isaac. Haut rein, viel Spaß noch und bis dann. Tschüss.